Ich freue mich. Am vergangenen Sonntag ist tatsächlich die 1000. Folge Bingo über den Bildschirm gelaufen im NDR Fernsehen. Und die Sendung ist ein Phänomen, weil die Sendung seit also mittlerweile fast 20 Jahren ein totaler Publikumsmagnet ist. Und zwar bei Jung und Alt. Was ist das Geheimnis dieser Sendung? Ja, sie ist eine Live-Sendung übrigens, 1000-mal live gesendet. Und bei uns wird nicht gecastet, wie bei Günter Jauch. Da wird nicht geguckt, hat der... Also welche Kandidaten? Welche Kandidatin, da wird kein Po-Double gesucht oder so etwas. Sondern da ist jemand, der Glück hat, ist bei uns und kann dann gewinnen. Kein Ferrari, keine 80 Millionen wie bei anderen Lotterien, sondern maximal 1, 2, 3 Millionen, was ja auch schon viel Geld ist. Und dann Urlaub in Deutschland, in der Welt, Kreuzfahrten. Und das Ganze, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass wir seit 20 Jahren mit dieser Lotterie Geld für Umweltprojekte sammeln. Und wir haben in diesen Jahren 148 Millionen Euro für über 10.000 Projekte gesammelt, für ehrenamtliches Engagement. Auch in Bremen übrigens. Ja. Ja. Und 12.500 Menschen wurden glücklich gemacht mit dieser Sendung. Was war das Kurioseste in diesen 20 Jahren? Also das Kurioseste am Telefon war ein Mann, der nicht zu verstehen war und erst auf die dritte Nachfrage, wer er denn sei und was er denn sich für einen Gewinn da ausgesucht hatte, ein glubschendes Geräusch von sich gab und dann sagte, Entschuldigung, ich musste erst meine Zähne reinmachen. Und sowas passiert in Live-Sendungen natürlich. Kurioseste Kandidatin war eine Frau, eigentlich eine ganz traurige Geschichte, eine Hamburgerin, die durch häusliche Gewalt fast obdachlos war. Und sich dann, was wir immer empfehlen, tut das nicht. Die hat sich mit dem letzten Geld ein Bingo losgekauft. Sowas empfehlen wir immer nicht und sagen, lasst sowas. Essen ist wichtiger als Glücksspiel. Sie hat es getan, hat 50.000 Mark gewonnen und ist dann in der Sendung live ohnmächtig geworden vor lauter Freude. Das ist auch so eine Sache, die wir natürlich nie vergessen haben. Ist jetzt übrigens gut wieder. Ja, und diese... Das ist gut. So sagt man, hat Ihnen den Namen Bingo-Bär beschert. Ja, ich hatte dieser Frau, die sehr aufgeregt war, in der Sendung gesagt, also Sie müssen nicht aufgeregt sein, wenn Ihnen irgendetwas passiert, wenn Sie vor Glück zusammensinken, ich bin so ein großer Bär, ich fange Sie auf. Und ganz offensichtlich passierte das nicht, sie knallte auf den Boden. Das hatte Stefan Raab für seine Sendung TV Total und hat mich dann ungefähr 3 Wochen lang damit verärmelt und immer, wissen Sie, meine Damen, meine Herren, wenn dieser Bingo-Bär da steht, es kann Ihnen überhaupt nichts passieren. Und klopft hier sie wieder um. Aber leben Sie gerne und gut mit dem Namen Bingo-Bär? Also ich glaube, dass eine Marketingabteilung einer Firma viel Geld dafür kassiert hätte, wenn sie es erfunden hätten. Und am Anfang sagte unser Redakteur damals, Mensch, leg dich nicht fest auf Bingo-Bär, sowas prägt dich natürlich auch. Auch von der Ansprache manchmal schwierig, Herr Bingo-Bär? Nein, also die Menschen sagen zu mir selten Bingo-Bär, manchmal schon. Aber das stört mich überhaupt nicht. Also inzwischen nutzen wir das auch im Internet als Hashtag. Und das stört mich überhaupt nicht. Hashtag Bingo-Bär? Ja, zum Beispiel. Muss ich auch finde ich super. Ja. Was ja auch auffällt, ist, dass Sie seit 20 Jahren wirklich immer gute Laune haben bei dieser Live-Sendung. Egal, ob sich da jemand noch die Zähne reinmachen muss oder in Ohnmacht fällt. Sie haben super gute Laune und führen dadurch. Ist das nicht manchmal auch ermüdend, dass man sich sagen muss, meine Güte, jetzt muss ich wirklich mal kurz schauspielern, um die Stimmung zu halten? Also es gibt natürlich schon mal Momente, wo man auch schlechte Laune hat. Ich habe zum Beispiel am Tag, nachdem mein Vater verstorben war, die Sendung moderiert. Und das ist nicht leicht. Auf der anderen Seite, viele unserer Kollegen beschweren sich immer, wie stressig das ist, als Moderator, als Redakteur, als Schauspieler. Wir sind schon auf der Sonnenseite des Lebens. Wir können etwas Positives, Schönes machen. Und ich habe da viel mehr Achtung vor den Menschen, die andere zu Tode pflegen, die eine Straße teeren, die irgendwelche solche Sachen machen, die wir übrigens in Deutschland viel zu schlecht auch finanziell behandeln, wollte ich mal so nebenbei bemerken. Also ich bin auf der Sonnenseite des Lebens und muss mich überhaupt nicht verstellen. Es gibt ja diesen schönen Satz, den hat ein Musikmanager geprägt. Wenn sich in der Pfütze die Sonne spiegelt, dann kann man auch die Sonne sehen. Man muss nicht auf die Pfütze achten. Und so bin ich so ein Sonnenseher. Ja. Wow. Das ist toll, oder? Nach Nietzsche auch noch das. Meine Güte.
Und erst Nietzsche. Ja, ich sagte gerade noch Nietzsche auch und dann noch dieser philosophische Exkurs. Wobei man natürlich für uns so in der Recherche, wenn wir uns mit Personen beschäftigen, ist natürlich immer interessant, wenn man auch mal so Brüche findet. Ja. Wenn man auch mal merkt, da ist ein Mensch, der hat irgendwie gekämpft in seinem Leben oder der hat irgendwie ein Thema mit sich. Und ich habe wirklich geguckt und es gibt ganz, ganz wenig Privates über Sie. Deswegen frage ich mich, wie ist der private Michael Thönau? Sind Sie da auch so ein Sonnenmensch, so ein Optimist, so ein grundlegender? Also oder haben Sie Ihre dunklen Seiten oder die vielleicht ein bisschen gebrochenen Momente des Lebens einfach gut verheimlicht bisher? Also wenn man im Internet genau guckt, findet man 100.000 Geschichten auch privat. Ich pflege ja auch meine Internetseite und bin auch bei Facebook sehr, sehr aktiv. Aber es ist alles ganz positiv, es ist alles freundlich. Also für mich ist es auch wirklich positiv, was mich natürlich in meinem Leben immer begleitet hat. Es ist ja im Fernsehen nicht normal, dass jemand in meiner Gewichtsklasse moderiert. Und das hat mich natürlich mein Leben lang immer begleitet. Wir haben mal eine Fernsehshow draus gemacht. Vor 15 Jahren gab es im Fernsehen Thönaus Fettwegshow. Und wir haben 20 Folgen lang über Abnehmen und über gesundes Kochen und so geredet. Aber inzwischen ist das auch keine dunkle Seite mehr. Ich lebe mit mir und bin glücklich und zufrieden. Im Gegenteil, ich finde sogar, Sie haben auch eine Seite, ich habe natürlich geguckt bei Ihnen auch auf der Seite, Sie haben eine Seite, da posten Sie auch immer Ihr Essen. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ja, und da sind leckere Sachen dabei. Oh, ich habe wirklich Hunger gekriegt, als ich das gesehen habe. Also ich fotografiere nicht mein Essen und poste es, was ich esse. Das machen ja ganz viele. Restauranttipps sind das. Ja, Restauranttipps. Und wenn ich irgendwo auf der Welt, ich reise unglaublich gerne, irgendwas gefunden habe, dann schreibe ich da auch drüber. Habe ja auch ein paar Kochbücher verfasst, habe im Fernsehen gekocht. Und, aber dieses Facebook-Essen fotografieren und dann posten, das mache ich auch nicht. Das wäre noch eine schöne Gesetzesinitiative für Heiko Maas. Ja, genau. Stopp das Essen. Keine Foodbilder. So ein bisschen was haben wir gerade schon gelernt. Also über den privaten Michael Thönau glaube ich, dass Sie auch gerne kochen, weil das bekannt ist. Sie reisen auch gerne, habe ich irgendwo gelesen. Jetzt ist ja jede Woche Bingo sonntags, immer live. Das heißt, Sie können ja eigentlich nie eine richtige Fernreise machen. Nee, das geht tatsächlich nicht. Ich habe früher als Journalist die Welt bereist. Ich war ganz viel unterwegs. Und seitdem ich diese Fernsehsendung mache, fliege ich am Montagmorgen weg und komme am Sonnabendabend im Idealfall wieder. Das hat bislang auch immer geklappt. Aber da lohnt sich natürlich maximal Kreta, Mallorca und so etwas. Also eine richtige Fernreise leider nicht. Aber ich bin ja noch jung und irgendwann mache ich dann auch die Fernreise wieder. Eine Frage, die ich gefunden habe im Internet, die können Sie mit Ja oder Nein beantworten. Ja. Auf gutefrage.net fragt Eva, allerdings schon am 25.09.2009, hallo, habe Riesenproblem, habe mich in Michael Thönau verliebt. Weiß einer, ob der eine Freundin hat und wo kann man ihn treffen? Ich bin glücklich vergeben. Okay. Vielen Dank für den kurzen Besuch. Sie müssen wiederkommen. Ja. Thönau. Ja.